Angriffe in Ost-Ghuta und stellen fest, wenn wir auf dieses Armageddon dort schauen, dass Europa völlig machtlos ist, irgendetwas zu tun, etwas zu verhindern oder zu verbessern. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, hier alle in diesem Parlament, genauso wie in den anderen nationalen Parlamenten und im Europäischen Parlament, muss das eigentlich so sein? Muss Europa so machtlos auf eine solche Entwicklung in seiner Nachbarschaft blicken? Ich glaube, die Antwort darauf lautet nein. Wenn Europa geschlossen agiert, dann können wir auch Einfluss nehmen. Nur gestern, auch in der Debatte hier im Haus, waren es hilflose Appelle an andere, die dafür sorgen sollten, dass sich die Lage verbessert. Wir selber als Europäer spielen keine Rolle. Und ich glaube, das ist eine Situation, die wir ändern müssen. Wir können auch in schwierigen Fragen als Europäer gemeinsam etwas erreichen. Denken wir mal an den Vertrag über die Beendigung des iranischen Nuklearprogramms. Denken wir mal über die Situation im Kosovo nach. Europa war da geeint, und deswegen war Europa auch erfolgreich. Im Übrigen ist es eine Stoßrichtung der Politik, wenn wir mehr gemeinsam europäisch machen, die von der Bevölkerung breit getragen wird. Heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Umfrage von Allensbach. Fast 3/4 der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wollen, dass die Außenpolitik gemeinsam und europäisch gemacht wird. Von der Bundesregierung kommen dazu allerdings eher Lippenbekenntnisse als konkrete Handlungen. Als der Europäische Auswärtige Dienst geschaffen wurde, war sein Ziel, so steht es im Vertrag, die Consistency der europäischen Außenpolitik herbeizuführen. Das übersetzt man auf Deutsch mit Kohärenz, das versteht auch kein Mensch. Im Grunde geht es darum, dass wir eine Außenpolitik aus einem Guss wollen. Und diese Außenpolitik aus einem Guss ist das Ziel. Aber was ist die Realität? Die Realität ist, dass auch die Bundesrepublik Deutschland ständig in Abstimmungstreffen nur mit Frankreich, den Amerikanern, den Engländern zusammensitzt, ohne dass der Europäische Auswärtige Dienst hinzugezogen wird. Das ist ein Direktoriumsansatz, der da gefahren wird. Es ist kein wirklicher europäischer Ansatz. Es ist ja richtig, im kleinen Kreis sich zu treffen. Man muss das manchmal tun. Aber dann muss der Europäische Auswärtige Dienst dazugezogen werden, auch weil wir in der Europäischen Union viele kleine Mitgliedstaaten haben, die über den Europäischen Auswärtigen Dienst gehört werden können. Und wer glaubt, dass kleinere Mitgliedstaaten nichts beizutragen hätten, der irrt. Denken wir an den Hamel-Bericht in der NATO, das war ein Belgier. Denken wir an Martti Ahtisaari und seine Vermittlungsbemühungen. Er ist Finne und zurzeit ist ein Portugiese Generalsekretär der Vereinten Nationen. Also die kleinen Nationen spielen eine wichtige Rolle. Binden wir sie ein. Hören wir auf mit diesem Direktoriumsansatz, meine Damen und Herren. Und dann gibt es einige Ziele, einige Maßnahmen, die man ergreifen kann, die ganz praktischer Art sind, um den Europäischen Auswärtigen Dienst zu stärken. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dass die europäische Außenministerin Frau Mogherini ständig überall sein kann. Bisher verhindern die Mitgliedstaaten aber das, was sie national natürlich ganz selbstverständlich nehmen, nämlich politische Stellvertretung. Wir haben Staatsminister im Auswärtigen Amt. Ich vermute, einer sitzt hier. Nein, das Auswärtige Amt ist gar nicht vertreten. Das ist etwas beunruhigend angesichts dieser Debatte, meine Damen und Herren. Es zeigt vielleicht auch den Stellenwert, den das Auswärtige Amt diesem Thema widmet. Ich finde das ausgesprochen beunruhigend. Immerhin hat das Auswärtige Amt aber Staatsminister. So etwas müssen wir der Hohen Vertreterin auch zur Seite stellen. Wir müssen zu mehr Mehrheitsentscheidungen kommen, Blockademöglichkeiten aufbrechen. Wir müssen die Finanzstrukturen vereinfachen. Und wir brauchen, und das ist das große Ziel, eine gemeinsame strategische Kultur in der Europäischen Union. So hat es Präsident Macron in seiner Rede genannt. Richtig ist, noch haben wir diese gemeinsame strategische Kultur nicht auf allen Feldern, aber wir müssen sie gemeinsam entwickeln. Es kann nicht sein, dass Europa sich immer auf andere verlässt, wenn es darum geht, unsere Ideale zu respektieren, unsere Werte zu schützen und unsere Interessen zu verteidigen. Meine Damen und Herren, stärken wir die europäische Außenpolitik, machen wir aus dem Europäischen Auswärtigen Dienst das, wofür er gedacht ist, nämlich die zentrale Plattform, auf der wir eine gemeinsame Politik für alle Europäerinnen und Europäer entwickeln. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Thorsten Frey, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 8 Jahre Lissabonner Vertrag, 8 Jahre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa. Das ist in der Tat eine gute Gelegenheit, auch eine Bestandsaufnahme darüber vorzunehmen,
ob wir nicht Instrumentarien, die wir haben, nachspitzen müssen, um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden. Deswegen geht der Antrag der FDP-Fraktion grundsätzlich in die richtige Richtung. Und wenn wir die Waagschale aufmachen, da fällt dann auf der Habenseite mit Sicherheit heraus, dass wir gute EU-Trainingsmissionen auf dem afrikanischen Kontinent haben. Da fällt gerade in den letzten Monaten in die Waagschale, dass wir im Bereich der permanenten, strukturierten Verteidigungszusammenarbeit wesentliche Fortschritte erzielt haben. Und da fällt auf der anderen Seite, Graf Lambsdorff, Sie haben die Situation beschrieben, eben auch ins Gewicht, dass wir rund und um Europa mit einer Situation konfrontiert sind, wo die Welt in der Tat aus den Fugen geraten scheint, wo eine liberale Weltordnung, die wir mitgeprägt haben, in Frage gestellt wird, wo wir mit Russland konfrontiert sind, die die Souveränität der Ukraine beeinträchtigt, wo wir mit autokratischen Staaten wie der Türkei oder auch China mit einer klaren geostrategischen Agenda konfrontiert sind, mit neuen Konfliktfeldern wie dem Cyberspace, und sich deshalb schon die Frage stellt, ob wir unsere Instrumente nicht besser anpassen müssen. Wenn wir uns mit der Realität beschäftigen, dann ist es in der Tat richtig, wir kommen in den wesentlichen außenpolitischen Themen nicht vor. Und zwar nicht irgendwo auf der Welt, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft Europas. Also beispielsweise in Nordafrika. Beispielsweise, wir haben das gestern hier diskutiert, im Nahen und Mittleren Osten. Und teilweise findet diese Herausforderung ja sogar in Europa statt. Wenn wir uns beispielsweise mal mit dem westlichen Balkan beschäftigen und schauen, dass da nicht nur die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten unterwegs sind, sondern dass mit eigener Agenda dort auch Türken, auch Araber, auch Chinesen, auch Russen unterwegs sind und damit teilweise auch versuchen, einen Spaltpilz zwischen die europäischen Staaten zu treiben. Wir haben also wirklich eigenes Interesse, uns stärker zu engagieren und auch stärker zu einer gemeinsamen Stimme zu finden. Es geht um unsere Werte, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir das gemeinsam besser und effektiver verteidigen können als getrennt. Und dafür gibt es jetzt Instrumentarien. Ich würde es für gut halten, wenn wir in bestimmten Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik ein Stück weit auch von der Einstimmigkeit weggehen könnten, wenn es gelingen würde, gemeinsame Haltungen auch zu den Themen und Herausforderungen zu finden. Jetzt gilt es, den richtigen Weg dahin zu finden, weil ich glaube, wir sind uns darin einig, dass Vertragsänderungen, und genau das wäre notwendig, eben eine Schwierigkeit, eine ganz besondere Schwierigkeit wäre. Wir sind gut vorwärts gekommen im Rahmen der permanenten strukturierten Verteidigungszusammenarbeit. Warum nutzen wir Instrumentarien, die wir dafür gefunden haben, nicht auch stärker für die Herausforderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik? Damit wir es schaffen, Haltungen zu entwickeln, damit wir es schaffen, tatsächlich auch Konzepte entgegensetzen zu können. Es ist in der Tat mindestens belämmernd, wenn wir wie heute Nacht hören von Schande, wenn wir Konjunktive hören von europäischen Politikern, von Deutschen, von Britischen, von Französischen, aber wir letztlich dem, was in Ostguta passiert, nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen haben. Es reicht nicht. Es ist gut, ich will mal so rum anfangen. Es ist gut, wenn das Auswärtige Amt sagt, wir geben 10 Millionen Euro extra für die humanitäre Hilfe in Syrien. Aber das alleine ist natürlich noch keine effektive Außenpolitik. Wir werden das nur gemeinsam schaffen. Und wir müssen es auch schaffen, weil die Konsequenzen dieser Politik, die tragen nicht die Russen, die tragen auch nicht die Amerikaner und die tragen auch sonst niemand. Die tragen wir. Wir haben damit zu kämpfen, mit islamistischem Terror in Europa. Wir haben mit ungeordneter Migration zu kämpfen. Und deshalb müssen wir auch Teil der Antwort und Teil der Lösung sein. Dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Ein Punkt war die Frage der Einstimmigkeit oder der qualifizierten Mehrheit. Wir müssen am Ende, wenn wir zu Haltungen gekommen sind, letztlich diese auch durchsetzen können. Und es muss glaubwürdig passieren. Und deshalb müssen wir natürlich auch schauen, dass wir, und ich will die Worte des Bundesaußenministers vom Wochenende verwenden, dass es eben in der Tat schwierig ist, in einer Welt von Fleischfressern als einziger Vegetarier unterwegs zu sein. Und deswegen müssen wir auch unsere militärischen Möglichkeiten besser ordnen.
Und da brauchen wir mehr Zusammenarbeit und mehr Kooperation, weil es nicht in Ordnung ist, dass wir nur 15% der militärischen Leistungsfähigkeit Amerikas erreichen. Aber es ist eben auch richtig, dass wir Europäer zusammen weniger als die Hälfte für Sicherheit und Verteidigung ausgeben als die Amerikaner. Und deswegen ist Zusammenarbeit wichtig, aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, Magermilch und Magermilch zusammenzuschütten, da kommt am Ende keine Fettmilch dabei raus, sondern da muss man mehr tun, da muss man mehr reinstecken, und das sollten wir auch machen. Ich sage das im Übrigen auch vor folgendem Hintergrund. Unsere Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und deswegen nehme ich zur Kenntnis, was wir in Koalitionsverträge schreiben, übrigens sehr genau, auch das, was zwischen den Zeilen steht. Ich nehme auch zur Kenntnis, was der Bundesaußenminister an privaten Äußerungen macht. Aber es ist eine Parlamentsarmee, und es ist unsere Verantwortung, dass wir diejenigen, die wir in Einsätze schicken, um unsere Sicherheit und Freiheit, wo auch immer, zu verteidigen, angemessen ausstatten und ausrüsten. Und deshalb ist es auch unsere Verantwortung, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Das sollten wir ernst nehmen. Und dann werden wir auch ernst genommen als Partner für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa, die effektiv ist. Herzlichen Dank. Thorsten Frey für die Unionsfraktion in dieser Debatte des Bundestags über einen FDP-Antrag zur Rolle zur europäischen Außenpolitik, insbesondere zur Rolle der EU-Außenbeauftragten. Der nächste Redner kommt aus der SPD-Fraktion und heißt Johannes Schraps. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zunächst auch mein Dank an die FDP-Fraktion dafür, dass Sie einen wirklich proeuropäischen Antrag vorgelegt haben. Ich glaube, dass wir eine starke und handlungsfähige gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der EU brauchen. Ich denke, das ist bei den allermeisten hier im Haus aber auch vollkommen unstrittig. Die Umsetzung der globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU halte ich deshalb für sehr, sehr wichtig. Und ein wichtiger Schritt, das ist gerade schon angesprochen worden, für eine engere Zusammenarbeit ist mit PESCO nun auch bereits gelungen. Ein weiterer muss aus meiner Sicht tatsächlich auch die Stärkung des Europäischen Auswärtigen Dienstes und vor allen Dingen der Krisenprävention sein. Deshalb freue ich mich, den vorliegenden Antrag nach der Überweisung in den Ausschuss dann auch im Ausschuss zu diskutieren, beispielsweise beim Punkt der zivilen permanenten Zusammenarbeit. Da lohnt eine vertiefte Behandlung. Es war schließlich auch immer ein zentrales Anliegen sozialdemokratischer Außenpolitik, den Ausbau der zivilen Dimension in der GASP weiter zu fördern. Und das sollte auch zukünftig die Priorität Deutschlands in der europäischen Außenpolitik bleiben, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Doch wo Lob ist, liebe FDP-Kolleginnen und Kollegen, da ist auch Kritik. Beim Lesen des Antrags, da hatte ich auch ein paar Fragezeichen auf der Stirn, gerade wenn es um die finanzielle Basis Ihrer Forderungen geht. In Überschrift von Punkt 7 schreiben Sie für eine angemessene Mittelausstattung der GASP. Da fordern Sie, dass die Mittel für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik als Folge des Brexit nicht gekürzt werden sollen. Das ist grundsätzlich richtig und zu befürworten. Gleichzeitig hat die gestrige Debatte zum mehrjährigen Finanzrahmen nach der Regierungserklärung aber leider auch erneut gezeigt, dass Sie sich gegen jede Erhöhung der deutschen EU-Beiträge aussprechen. Und da müssen wir uns nach meinem Dafürhalten aber auch ehrlich machen und sagen, woher dann die Mittel kommen sollen. Man kann nicht einerseits fordern, dass europäisch immer mehr Aufgaben übernommen werden sollen und gleichzeitig darauf bestehen, dass das mit dem immer selben Budget passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik unterfinanziert. Das hat zuletzt auch die Stiftung Wissenschaft Politik wieder ganz anschaulich in der Studie ausgeführt. Und wenn Sie dann in Ihrem Antrag von einer angemessenen Mittelausstattung der GASP sprechen, dann sagen wir es doch ganz konkret. Die Rubrik Römisch 4 im mehrjährigen Finanzrahmen mit dem Titel Die EU als globaler Akteur, die muss finanziell aufgestockt werden. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lambsdorff? Bitte. Ja, lieber Kollege, also erstmal, ich freue mich über das Lob
für den Antrag. Ich will am Punkt der Kritik Sie fragen, ob Sie gestern genau gehört haben, was unser Fraktionsvorsitzender gesagt hat zum mittelfristigen Finanzrahmen. Er hat ganz klar gesagt, wir brauchen erst die Aufgabendefinition. Die Freien Demokraten werden sich hier im Deutschen Bundestag nicht gegen eine Aufstockung von Mitteln für die Europäische Union wehren, wenn die Aufgaben, die dort definiert sind, wichtig und richtig sind. Das ist nach unserer Auffassung in der GASP so. Was er auch gesagt hat, ist, es ist nicht richtig, pauschal schon große Finanzierungszusagen zu machen, bevor die Gespräche überhaupt beginnen und die Aufgabenkritik begonnen hat. Meine Frage da ist, haben Sie das mitbekommen? Selbstverständlich habe ich gestern hier im Plenum gesessen, habe auch Ihrem Fraktionsvorsitzenden zugehört. Ich glaube, auch im Rahmen der Sondierungen zu den sogenannten Jamaika-Sondierungen ist auch deutlich geworden, dass Europa ein wichtiger Punkt war, an dem es dann gescheitert ist. Wenn da ein Sinneswandel in Ihrer Fraktion stattgefunden hat, dann begrüße ich das ausdrücklich und finde es prima, dass Sie das hier auch noch mal betonen. Denn eins, und damit komme ich zurück zu der finanziellen Aufstockung des Bereichs EU als globaler Akteur, denn eins muss man auch ganz klar sagen, wenn wir bereit sind, mehr für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu investieren, dann können wir auch von ihrer Stärkung reden. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden wir Federica Mogherini auch ganz automatisch den richtigen Instrumentenkoffer an die Hand geben, damit sie ihre ohnehin gute Arbeit in Zukunft noch effektiver fortsetzen kann. Das wäre ganz wichtig, denn so wie sich die globale Sicherheitslage heute darstellt, da müssen wir erkennen, ein starkes Europa ist das, was die Welt und was übrigens auch wir in Deutschland unbedingt brauchen. Eine starke Position Europas in der Weltpolitik, das ist im Prinzip eine notwendige Voraussetzung dafür, um all die Herausforderungen wirksam anzugehen, die in unserer globalisierten Welt schlicht kein einzelnes Land alleine bewältigen kann. Der Kollege Frey hat es gerade auch schon angesprochen. Klimawandel, Migrationsbewegungen, Kampf gegen Terrorismus, Ressourcenzugang, Digitalisierung, alles grenzüberschreitende Fragen, die auch wir Deutschen nicht alleine lösen werden. Und um diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen, zahlen wir momentan gerade mal ein einziges Prozent der europäischen Jahreswirtschaftsleistung. Und um das hier ganz deutlich zu sagen, durch Europa kommt ein Vielfaches davon auch immer direkt an uns zurück. Und abschließend, Herr Präsident, damit komme ich zum Ende. Die EU-Regierungschefs, die sitzen gerade zusammen und sprechen eben auch zum ersten Mal informell über den zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen. Durch den Austritt der Briten und die vielen zusätzlichen Aufgaben, die die EU eben auch im außenpolitischen Bereich zusätzlich übernommen hat und auch übernehmen soll, das fordern Sie ja auch zu Recht, wird der EU-Haushalt reformiert werden müssen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Und ich freue mich deshalb, dass wir gemeinsam mit der CDU-CSU im Koalitionsvertrag auch ganz klar festgeschrieben haben, dass wir bereit sind, mehr Geld in den EU-Haushalt einzuzahlen. Und denn das muss man auch ganz deutlich sagen, auch 1,1% oder von mir aus sogar mehr sind ein fairer Preis dafür, dass wir in Europa gemeinsam stark sind. Vielen herzlichen Dank. Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag erteile ich das Wort jetzt dem Kollegen Siegbert Dröse von der AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Wir finden es bemerkenswert, dass ausgerechnet die FDP dieses Thema eingebracht hat. Und keine Angst, Herr Graf Lambsdorff, ich tue jetzt Ihren Antrag nicht loben. Die FDP hat ja unbestritten einige deutsche Außenminister von tadellosem Ruf hervorgebracht. Man denke nur an den großen Hans-Dietrich Genscher. Da ist es schon erstaunlich, dass gerade die FDP mit ihrem Antrag sich ihrer früheren Kernkompetenz entledigt. Der Antrag der entkernten FDP enthält bereits eine Überschrift Aspekte, die zu hinterfragen sind. Der Antrag suggeriert mit der Forderung nach Verbesserung, dass es nur gemeinsame europäische Außenpolitik gäbe bereits, die es nur zu verbessern gelte. Vor wenigen Wochen hatten wir hier in diesem Hohen Haus den Festakt zum Élysée-Vertrag. Darin wird das Europa der Vaterländer beschworen, eine gute Tradition, an die meine Fraktion gedenkt festzuhalten. Meine Damen und Herren, Einhalt in Vielfalt, was kann es Besseres geben, eben auch in der europäischen Außenpolitik. Die FDP beschwört in ihrem Antrag sehr idealistisch ein Europa mit einer Stimme in der Außenpolitik, um dann am Ende in Punkt 5 ganz pragmatisch zu fordern,
Wir brauchen mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit. Meine Damen und Herren von der FDP, was denn nun? Europa mit einer Stimme oder mit qualifizierter Mehrheit? Die früheren Liberalen wollen eine umfassende Stärkung des Hohen Vertreters. Frau Mogherini, die kaum jemand kennt, soll vor der UNO sprechen. Sie soll nach Meinung der FDP für alle Bereiche der europäischen Außenpolitik zuständig sein. Und sie soll, man hört, den größtmöglichen diplomatischen Freiraum bekommen. Damit das Ganze nicht so anstrengend wird, schlägt die FDP vor, einen oder mehrere Stellvertreter zu schaffen, also noch mehr Posten an der Spitze der EU. Frau Mogherini, ich sehe das schon vor meinem geistigen Auge, Frau Mogherini und Frenz als Speerspitze der Weltmacht EU. Köstlich. Und die FDP fordert mehr Geld, so für ein Zivilkorps von Reservisten für Krisenherde. Länder, die dafür kein Geld haben, bekommen das Geld von anderen. Man kann sich schon ausmalen, als deutscher Steuerzahler, wer das bezahlen wird. Die FDP, meine Damen und Herren, stand früher einmal für weniger Ausgaben des Staates. Kurios ist auch die Forderung nach einer gemeinsamen Berichterstattung. Also noch mehr Papiere, noch mehr Verwaltung. Die FDP stand früher mal für weniger Bürokratie. Kurzum, Ihr Antrag ist eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Wenn Europa, Zitat, weltpolitikfähig werden soll, dann gewiss nicht mit einem hohen Vertreter. Diese EU muss erstmal aus unserer Sicht ihre elementaren Hausaufgaben machen, wie beispielsweise die Sicherung der Außengrenzen. Meine verehrten Kollegen der FDP, machen Sie sich doch ehrlich und erklären den Deutschen, dass sie doch schon längst in den Chor, der das hohe Lied von den Vereinigten Staaten von Europa trällert, eingestimmt haben. Die AfD steht für ein Europa der Vaterländer, von freien, souveränen Staaten und erteilt dem Antrag und der Idee einer zentralistischen europäischen Außenpolitik, die zudem eher in Paris statt hier in Berlin festgelegt wird, eine Abfuhr. Früher sprach man vom gemeinsamen europäischen Haus vom Atlantik bis zum Ural. Die AfD würde begrüßen, wenn es gemeinsame außenpolitische Initiativen gäbe, die beispielsweise zur Abschaffung der Sanktionen gegen Russland führen würden oder bereits gemeinsam beschlossene Verträge eingehalten würden, wie beispielsweise Dublin II. Für uns stellt sich auch eine wichtige Frage: Was sagen eigentlich die Bürger, die Europäer dazu? Wollen Sie ein Einheitseuropa oder ein Europa der Nationen und Regionen? Wir glauben Letzteres. Verehrte Kollegen, spüren Sie nicht längst auch den Wandel in Europa, den Wind des Wandels? Hat Ihnen denn der Brexit als Schuss vor den Bug nicht ausgereicht oder haben Sie gar diesen Schuss gar nicht gehört? Meine Damen und Herren, die AfD ist für ein starkes Europa der Nationen, für ein sicheres Europa, für ein selbstbewusstes Europa. Wir brauchen kein Europa unter der Dominanz von Präsident Macron, kein Europa, das überzentralistisch ist und vor allem kein Europa, das sich viel zu wenig um die Belange seiner Bürger kümmert. Ich kann mit der Überweisung in den Ausschuss recht gut leben. Dieser Antrag allerdings atmet nicht den Geist des freien Europas. Vielmehr schlägt mir der Atem der längst untergegangenen Sowjetunion entgegen. Ich empfehle meiner AfD-Fraktion daher, diesen Antrag mit Bausch und Bogen abzulehnen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner für die Fraktion Die Linke ist der Kollege Dr. Dieter Dehn. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, was verbirgt sich hinter dem Wortgetöse eigentlich von der Weltpolitikfähigkeit im Antrag der FDP? Und was meinte Juncker auf der Münchner Unsicherheitskonferenz damit? Im Grunde nichts anderes als ein militärisches Kerneuropa, das nicht mehr an das lästige Prinzip der Einstimmigkeit gebunden ist, sondern koordinierter aufrüstet und leichter bombardiert. Trumps Forderung, den NATO-Etat auf 2% zu erhöhen, also in Deutschland auf fast 70 Milliarden zu verdoppeln, das macht nicht weltpolitikfähig,
sondern weltkriegspolitik fähig. Im Wahlkampf hatte Herr Lindner kurzzeitig das Ende der Sanktionen und des Handelskriegs gegen Russland gefordert, weil Petrograd und Moskau genauso europäische Städte sind wie London und Berlin. In Ihrem FDP-Antrag steht jetzt überwiegend nur noch EU-Kriegsfähigkeit, GASP, PESCO und EAD. Aber das ist ebenso wenig politikfähig wie die Rüstungsexporte an die Türkei und an Saudi-Arabien. Oder der jüngste Vorschlag des EU-Superstars Emmanuel Macron, mal eben Syrien zu bombardieren. Das ist keine Fähigkeit, sondern mit einem Wort Willy Brandts die größte geistige Unfähigkeit, die Ultima Irratio. Über 900 Milliarden Euro Militäretats, über 900 Milliarden Euro Militäretats der NATO stehen 60 Milliarden von Russland gegenüber. Und Russland senkt noch weiter. Wenn andere Parteien wegen Brexit am Sozialen zu sparen empfehlen, an der Agrarpolitik und den Kohäsionsfonds, dann wollen wir an der Hochrüstung sparen. Damit nicht mehr weiter an unseren Krankenhäusern und der Hygiene gekürzt wird. Jedes Jahr sterben in deutschen Einrichtungen und in der Gesundung 40.000 Menschen an multiresistenten Bakterien. Das entspricht einer Stadt. Ein Krieg gegen diese Keime und für höhere Hygiene, das wäre ein Krieg, den wir gewinnen könnten. Im neuen Heft von Ossietzky wird die wichtigste Publikation der westlichen Kapitaleliten zitiert. Der Economist vom 27. Januar titelt nicht ökonomisch, sondern The Next War und schreibt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt erstmals wieder die Gefahr, ich zitiere, eines größeren Konflikts zwischen den großen Mächten existiert. The Economist zitiert die jüngst veröffentlichte Militärstrategie des Pentagon, wo China und Russland noch vor dem Dschihadismus als größte Bedrohung für die USA bezeichnet werden. Und die Economist-Analysten plädieren dann für die mentale, mediale und materielle Vorbereitung auf diesen Krieg mittels beschleunigter Aufrüstungsinvestition des Westens in elektronisch robotisierte Militärbauteile, künstliche Intelligenz und Richtenergiewaffen. Wir halten es da eher mit Antonio Guterres, der kürzlich gefordert hat, alles Erdenkliche gegen diesen neuen Krieg zu tun. Vor 75 Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat die Rote Armee in Stalingrad die große Schlacht zur Befreiung der Welt vom Faschismus geschlagen. Auch wegen dieses Siegs können wir hier, heute hier, frei reden und streiten. Er hat 27 Millionen Menschen das Leben gekostet. Sollten wir nicht endlich diesen antieuropäischen Handelskrieg, diese Sanktionen und die gehässige Propaganda gegen Russland beenden und die NATO von russischen Grenzen abziehen? Wir sollten Russland endlich die Freundschaftshand hinstrecken. Die Welt braucht keine weltkriegspolitikfähige EU und nicht solche Anträge der FDP. Die Welt braucht eine große Initiative und Bewegung für Frieden und Abrüstung. Dieter Dehm für die Linksfraktion. Wir wollen Russland die Hand reichen, sagt er. Und das heißt auch, man solle doch die Sanktionen gegen Russland beenden, für die es, wie viele andere sagen, durchaus gute Gründe gibt. Die nächste Rednerin in dieser Aussprache über einen Antrag der FDP-Fraktion zur europäischen Außenpolitik ist Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen. Ich musste gerade schon wirklich lachen, als Sie gesagt haben, dass jetzt gerade der Herr Lambsdorff der Stellvertreter der untergegangenen Sowjetunion ist. Ja? Also ich glaube, da kennen Sie ihn wirklich noch nicht. Außerdem haben Sie behauptet, Sie glauben, dass die Mehrheit der Europäer gegen eine stärkere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist. Ihr Glauben mag ja sein, aber wir reden hier über Fakten. Und da gibt es zum Glück Umfragen, die ganz eindeutig sagen, dass die große Mehrheit, nämlich über 70% der Europäer in allen europäischen Mitgliedsländern, mehr europäische Außen- und Sicherheitspolitik wird. Vielleicht schauen Sie sich die einfach mal an. Wir sind in einer Welt des Umbruchs, haben schon Vorrednerinnen und Vorredner gesagt.
Katastrophen über Katastrophen, Krisen über Krisen, Syrien, Myanmar, Kongo, Libyen, Ukraine, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Deutschland kann da alleine nicht viel ausrichten, auch Frankreich nicht, auch nicht anrichten. Wir haben da mittlerweile einfach eine begrenzte Souveränität. Und wir haben deswegen als Europäer die Wahl, entweder Spielball zu sein, der Putins, der Trumps, der Erdogans, und auch das Aushalten dann der Konsequenzen, wenn das Völkerrecht komplett schmilzt. Oder auf der anderen Seite die Möglichkeit, gemeinsam europäisch wieder Souveränität zu erlangen, als gestaltender Akteur in der Welt auch wieder überhaupt eine Rolle zu spielen. Und wenn wir diese Handlungsmacht wollen, dann brauchen wir auch institutionelle Veränderungen. Und die FDP hat in ihrem Antrag da richtige Vorschläge gemacht. Institutionelle Verbesserungen mit dem Blick auf den Europäischen Auswärtigen Dienst, politische Stellvertretungen, wobei Helga Schmidt es schon sehr gut macht, aber wäre auch gut verankert. Eine Stärkung der EU bei den Vereinten Nationen. Übrigens könnte Deutschland seinen Sitz, den nicht permanenten, ja dafür nutzen, das mal auszuprobieren, wie das europäisch ginge. Und auch die Frage der Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit. Das Geld wurde schon angesprochen. Herr Lambsdorff, es freut mich zu hören, wenn Sie sagen, Sie würden sich nicht dagegen wehren, wenn es mehr Geld auf europäischer Ebene gibt. Das ist noch nicht das Gleiche, wie es zu fordern. Aber Ihr Kollege Schäffler heute Morgen im Deutschlandfunk hat ja klipp und klar gesagt, nicht ein Cent mehr, was die Briten rausnehmen, das geht raus und aus Deutschland kommt nicht ein Cent mehr. Ich wünsche mir, dass sich die Lambsdorffs in ihrer Partei durchsetzen und nicht die Schäfflers. Wir unterstützen auch Ihre Forderung nach einer zivilen, permanenten Zusammenarbeit. Sie sagen komplett richtigerweise, wir brauchen permanente Reserven für Polizeibeamten und auch im Justizbereich das Personal. Weil wenn wir ehrlich sind, wissen wir, natürlich ist das Militärische die eine Seite. Aber wir kommen doch überhaupt nicht weiter bei dem Staatsaufbau, bei den Hilfen für einen langfristigen Frieden ohne das zivile Personal. Und da brauchen wir auch auf europäischer Ebene dringende Verbesserungen. Wir wissen aber alle auch, dass institutionelle Änderungen nur so weit reichen und am Ende kommt es dann doch auf den politischen Willen an. Das sehen wir heute in Syrien. Was die Türkei gerade macht, wird Konsequenzen haben, die wir, glaube ich, alle noch gar nicht bedenken können. Das ist das eine, ist, dass sich eine Eskalation gibt zwischen zwei NATO-Partnern, dass es Völkerrechtsbruch gibt und dass die Europäische Union darauf überhaupt gar keine gemeinsame Antwort gefunden hat. Und wenn wir zweitens auf Ostghuta gucken, dann möchte ich noch mal gerne daran erinnern, dass gestern, vor 4 Jahren, am 22. Februar 2014, die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat in Resolution 2139 Folgendes beschlossen haben. Ich zitiere, der Sicherheitsrat fordert alle Parteien auf, die Belagerung bevölkerter Gebiete sofort zu beenden, einschließlich Ostghuta, und verlangt, dass alle Parteien die Erbringung humanitärer Hilfe, einschließlich medizinischer Hilfe, gestatten. Wir sind 4 Jahre später. Ostghuta ist immer noch belagert und wird gerade bombardiert. Schulen, Krankenhäuser und alles bunkerbrechend. Das ist die Situation nach 4 Jahren. Russland hat das selber zugestimmt, hat nichts dafür getan. Und es ist beschämend, dass wir dem nichts entgegenzuhalten haben. Und mich macht es wütend, dass in dieser Situation der noch amtierende Außenminister gegenüber Putin Sanktionserleichterungen in Aussicht stellt, dass auch Sie hier klatschen, wenn es heißt, wir müssen da jetzt sozusagen Russland aus der Verantwortung lassen. Was wir stattdessen bräuchten, sind personenbezogene Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die aktuellen Bombardierungen auf Ostghuta. Das ist es, was wir brauchen würden. Und erlauben Sie mir am Ende zu sagen, dass wir eigentlich schon nach Srebrenica damals gesagt hatten, die Europäische Union muss als Akteur selbst Verantwortung dafür übernehmen können. Wir sind jetzt wieder von einer ähnlichen Situation. Wir können es immer noch nicht. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir nicht immer wieder in solche Situationen kommen, es immer wieder ermahnen und sich trotzdem nichts ändert. Von daher werden wir auch Ihren Antrag im Ausschuss sehr positiv begleiten. Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Franziska Brandner, mit deutlichen Gesprächsangeboten in diesem Fall an die FDP zur Frage der europäischen Außenpolitik. Jetzt Volker Ulrich für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Historisch gesehen war eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
eines der Gründungsmotive Europas. Zwar ist die europäische Verteidigungsgemeinschaft in den 50er Jahren gescheitert. Vielleicht war auch damals die Zeit noch nicht reif für ein gemeinsames Vorgehen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Deswegen hat sich Europa zunächst einmal auch auf die wirtschaftliche Integration konzentriert. Aber die Ereignisse nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und auch die Vorkommnisse auf dem Balkan, bei dem Europa viel zu lange tatenlos war, hat dazu geführt, das Bewusstsein zu schärfen, dass Europa eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik benötigt, auch zur Verteidigung der oftmals gepriesenen europäischen Werte. Und aus diesem Grund ist im Jahr 2009 berechtigterweise im Vertrag von Lissabon die Position eines sogenannten europäischen Außenministers geschaffen worden. Übrigens von Anfang an mit hohen Befugnissen ausgestattet. Ich erinnere daran, dass die jetzige Kommissarin für Außenpolitik auch gleichzeitig den Europäischen Rat der Außenminister leitet und damit als einziger Kommissar einen sogenannten Doppelhut aufhat. Ich erinnere auch daran, dass mit dem gemeinsamen Europäischen Auswärtigen Dienst es mittlerweile seit knapp 10 Jahren Botschaften Europas in der Welt gibt und damit die europäische Flagge in vielen Hauptstädten der Welt weht und damit ein Zeichen setzt unserer Integrationsbereitschaft, aber auch unserer gemeinsamen Werte. Aber das darf uns nicht ruhen lassen, sondern wir müssen auf diesem Weg weitergehen, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, in Europa außenpolitisch groß sind. Und da macht es schon ein bisschen wütend, wenn ich hier sowohl von der linken als auch von der rechten Seite diese Einlassungen höre. Herr Kollege Dröse, wenn Sie sagen, Europa sei ein Europa der Vaterländer, aber gleichzeitig sind Sie, Sie sprechen Sie den Élysée-Vertrag an, aber Sie sind nicht bereit, als AfD-Fraktion am 55. Jahrestag mit nach Paris zu kommen. Das war ein antieuropäisches, ein antideutsch-französisches Zeichen. Das muss ich Ihnen heute noch mal klar und deutlich sagen. Und meine Kollegen von der Linkspartei, Sie sprechen hier von einem Handelskrieg Europas gegen Russland. Ich will nur mal deutlich machen, dass das völlig falsch ist. Es handelt sich hier um eine russische Aggression auf der Krim, um den Bruch des Völkerrechts und gleichzeitig auch um einen asymmetrischen Krieg in der Ostukraine. Und darauf hat übrigens Europa mit einer einzigen Stimme gesprochen, indem die Sanktionen gegenüber Russland einstimmig von Europa auch getroffen worden sind. Das war ein klares und gutes Zeichen gemeinsamen europäischen Handelns. Das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Sanktionen können übrigens aufgehoben werden, ja, wenn das Abkommen von Minsk auch umgesetzt wird. Es liegt auch in der Hand Russlands, diesen Zustand zu beenden und zur Geltung des Völkerrechts zurückzukommen. Da hat Europa eine große Rolle zu spielen, und da wird Europa auch nach wie vor nicht locker lassen. Über die inhaltlichen Themen, meine Damen und Herren, werden wir im Ausschuss diskutieren. Wir müssen sprechen, wie wir die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im mehrjährigen Finanzrahmen durch Mittel hinterlegen können, wie wir die Stellung der Kommissarin weiter stärken können. Weil eins ist deutlich, die Welt wird irgendwann mal nicht auf Europa warten. Aber wenn wir unsere Interessen, unsere Werte und unsere gemeinsamen Überzeugungen in der Welt auch stark vertreten sehen wollen, dann müssen wir auch in vielen Bereichen mit einer Stimme sprechen. Und darauf kommt es an, und dafür werden wir uns einsetzen. Vielen Dank. Ich erteile das Wort der Kollegin Dr. Frauke Petri. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Lambsdorff, es wäre schön, wenn Europa so weit wäre, dass es einen Antrag wie in Ihren verträgt. Sie geben dankenswerterweise zu, dass in den Fällen des Brexit, Libyen, Syrien-Konflikt
genau diese Uneinigkeit, die wir aktuell in Europa spüren, ihren Ausdruck gefunden hat. Das ist in der Tat eine realistische Analyse. Und es stimmt auch, dass viele Bürger sich ein starkes und einiges Europa wünschen. Wir machen hier aber keine Wünsch-dir-was-Politik, sondern hoffentlich Realpolitik. Und da müssen wir feststellen, dass Europa so uneinig ist wie nie. Was Bürger von Europa wollen, ist bürgernahe Politik, Sicherheit, Frieden, Verlässlichkeit und Wohlstand. Was Sie vorschlagen mit der Stärkung der Hohen Vertreterin, ist in der Tat zuallererst mehr Geld. Es wäre schön gewesen, wenn Sie sich dann dafür stark machen, dass die 27 EU-Parlamentssitze, die eben nicht eingespart werden sollen, unter anderem dafür verwendet werden sollten. Und Sie wollen, ob Sie es wollen oder nicht, am Ende auch mehr Bürokratie. Ich frage Sie, wie sieht ein Europa aus, in dem Deutschland wie damals zu Zeiten Schröders nicht mehr Nein zum Irakkrieg sagen kann, während andere Ja sagen? Erklären Sie den Bürgern, dass Ihre Idee einer Stärkung der Hohen Vertreterin in der Tat heißt, diese Uneinigkeit, die es in Demokratie nun einmal gibt, zuzudeckeln, indem Sie das wichtigste, das zweitwichtigste Ressort aus der nationalen Politik vollständig nach Europa verlagern. Und wie schief das schon gegangen ist, mehr Kompetenz in Europa abzugeben, wissen Sie selbst in Fragen der europäischen Verfassung, die einhellig abgelehnt wurde in Europa und wohin es uns mit dem Euro gebracht hat. Ja, das wollen Sie nicht hören, das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Auch da hat die Uneinigkeit und die Inkohärenz in Europa zu mehr Verwerfungen als zu mehr Einigkeit geführt. Der Außenminister vertritt den Regierungschef. Das heißt, aus Europa oder aus jedem Land Europas guckt nach der Kanzlerin, guckt nach dem Regierungschef der Außenminister heraus. Wollen Sie allen Ernstes eine Kommunistin wie Federica Mogherini zur zweiten Figur Europas machen, die aus diesem Europa herausguckt? Das kann doch als Liberale echt nicht Ihr Ernst sein. Überdenken Sie diesen Antrag, liebe FDP-Fraktion. Dafür haben Sie Liberale und Konservative in diesem Land nicht gewählt. Frau Petri, früher AfD, jetzt ohne Fraktion hier im Deutschen Bundestag und auch aus diesem Grund möglicherweise ohne jegliche Reaktion auf Ihren Redebeitrag. Jetzt mit den Herr Querdi für die SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal ernsthaft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht nach dem letzten Wochenende, nach der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich und viele andere sind enttäuscht zurückgelassen worden, fast orientierungslos. Es findet eine Debatte statt, zu Recht, ob die Sicherheitskonferenz überhaupt noch das geeignete Format ist, ob es überhaupt richtige Formate gibt, richtige Formate des Austauschs in einer Welt, wo Regierungschefs und Staatsoberhäupter entweder gar nicht kommen oder wenn sie kommen, dann nicht, um sich miteinander auszutauschen, sondern um Fensterreden an ihre Wählerinnen und Wähler zu Hause zu halten. Was hat sich seit den Tagen der Wehrkundetagung verändert? Was bedeutet heute Diplomatie, Sicherheits- und Außenpolitik? In einer Zeit, in der es keine zwei Blöcke mehr gibt, sondern ein völlig zerfasertes internationales Geflecht von einzelnen nationalen Interessen oder noch schlimmer, von sogenannten Non-State Actors. Fukuyamas Ende der Geschichte findet nicht statt, der Siegeszug der liberalen Demokratien auch nicht. Im Gegenteil. Der Krieg in Syrien geht in sein siebtes Jahr. Diese Weltlage macht eine besser funktionierende und auf gemeinsamen Werten und Normen aufbauende europäische Außen- und Sicherheitspolitik unabdingbar. Mit dem Vertrag von Lissabon haben wir wichtige Weichenstellungen in den Strukturen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vorgenommen. Diese betreffen ganz wesentlich auch die Rolle der Hohen Vertreterin. Auch deshalb hat die Hohe Vertreterin eine erfolgreiche Rolle gespielt bei den diplomatischen Bemühungen um eine Einigung im Atomstreit mit dem Iran. Überhaupt, das Atomabkommen mit dem Iran ist ein Beispiel gelungener europäischer Außenpolitik und das trotz der Frustration nach dem letzten Wochenende in München. Aus diesem Erfolg müssen wir lernen, um andere Konflikte als Europäer gemeinsam einzudämmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie das Beispiel Iran zeigt, wir haben große Fortschritte in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik erzielt, doch wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen die Strukturen und Mechanismen in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik auf die sich ständig wechselnden internationalen Lagen anpassen. Wir müssen auch innerhalb der EU den inneren Zusammenhalt herstellen, indem wir uns der inneren Konflikte der Europäischen Union annehmen und diese lösen. Wir müssen außerdem ein Verständnis von
gemeinsamen Interessen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union entwickeln und dann schließlich darauf aufbauend benötigen wir dann auch eine gemeinsame Strategie und gemeinsame Instrumente, um diese Interessen auch durchzusetzen. Ein mögliches Instrument zur schnelleren Umsetzung, es ist hier bereits gesagt worden, außenpolitischer Beschlüsse, könnte das Treffen von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen sein in einigen Bereichen der europäischen Außenpolitik. Kommissionspräsident Juncker hat angekündigt, in Kürze hier Vorschläge zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Deutschland muss seinen Beitrag dafür leisten, dass wir zu einer stärkeren europäischen Außenpolitik kommen. Ich freue mich sehr, dass der Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der Union den Zusammenhalt Europas ganz nach vorne gestellt hat. Der Koalitionsvertrag beinhaltet auch, dass wir die außenpolitischen Entscheidungsmechanismen innerhalb der Europäischen Union fortentwickeln wollen. Wir wollen auch im zivilen Bereich eine vergleichbare Struktur zur militärischen, zur PESCO schaffen. Wir überweisen den Antrag der FDP-Fraktion heute in den Ausschuss. Ich freue mich auf die Debatte über eine bessere europäische Außenpolitik. Wir müssen das Momentum heute nutzen und gemeinsam mit Frankreich und unseren europäischen Partnern mehr Europa wagen. Denn nur vereint haben wir Europäer auch in der Welt ein Gewicht. Vielen Dank. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Matern von Maschall von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, manche von Ihnen werden gestern Abend dieses erschütternde Bild eines blutenden Kindes gesehen haben, was aus den Trümmern des zerbombten Ostguta herausgetragen wird. Ich bin dankbar, dass insbesondere Deutschland in der Vergangenheit seinen humanitären Verpflichtungen, die die Europäische Union insgesamt hat, nachgekommen ist. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin tun. Und ich bin beschämt über den Antrag, den die AfD neulich eingereicht hat, mit dem Ziel, Flüchtlinge in diese Hölle wieder zurückzuschicken. Ich will aber mich fragen, was wir in Zukunft als Europäische Union tun können, um nicht die Wunden zu heilen, um nicht Symptome zu bekämpfen, sondern um die Ursachen zu bekämpfen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, Graf Lambsdorff, dass Sie diesen Antrag eingebracht haben. Ein Antrag, der im Übrigen, auch darauf haben Sie hingewiesen, ja klar macht, dass wir sehr viele bilaterale Aktivitäten der großen Staaten der Europäischen Union haben, dass aber die kleinen Mitgliedstaaten sich sehr gerne einbezogen fühlen würden in eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Und dem trägt ja dieser Antrag Rechnung. Und insofern hoffe ich, dass wir ihn konstruktiv zusammen voranbringen. Ich habe mir den Bericht des Berichterstatters McAllister in dieser Frage zum November letzten Jahres auch angesehen. Und er kommt auch in einem wesentlichen Punkt zur gemeinsamen Überzeugung, nämlich, dass wir die Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union beschleunigen müssen. Und das kann eben gegebenenfalls über qualifizierte Mehrheitsentscheidungen gelingen. Denn bei diesen rasanten Umwälzungen und Verwerfungen, denen diese Welt ausgesetzt ist, ist die Trägheit bei einstimmigen Entscheidungen eben nicht ausreichend, um in hinreichender Geschwindigkeit aus der Europäischen Union hinaus auf diese Probleme zu antworten. Ich glaube, dass neben der Entscheidungsgeschwindigkeit vor allen Dingen die Frage der Koordination eine nennenswerte Rolle spielt. Und ich denke, dass die Hohe Vertreterin auch einen Beitrag dazu leisten kann, die Koordination, also die Abstimmung der Politik zwischen den Mitgliedstaaten voranzubringen. Und da möchte ich nicht nur die Außen- und Sicherheitspolitik, sondern eben auch die Entwicklungspolitik mit einschließen. Und wenn ich hier gerade, was den Migrationsdruck, den wir von Afrika her erleben, mir das ansehe, dann denke ich, dass einzelne Länder besondere Fähigkeiten und Beziehungen ja auch mit Blick auf einzelne Staaten in Afrika haben und dass eine Kooperation der Mitgliedstaaten in einer guten Abstimmung sinnvollerweise vorangebracht werden muss. Und dazu, da bin ich ganz überzeugt, kann die Hohe Vertreterin in Zukunft einen guten Beitrag leisten, dass eben die Zusammenarbeit der europäischen Staaten in der Außen-, der Sicherheits- und der Verteidigungspolitik besser koordiniert wird.
Zum Abschluss, Herr Dr. Dehm, Sie wollen Russland die Freundschaftshand ausstrecken. Das ist ja schön und gut und vielleicht verbindet Sie das mit der AfD. Ich kann nur sagen, wenn ich mir anschaue, in welcher Weise Russland den syrischen Diktator und Mörder Assad unterstützt und sich hinter und auch vor ihn stellt und in welcher schändlichen Weise Russland bisher im UN-Sicherheitsrat blockiert eine Feuerpause in dieser Hölle, dann meine ich, sollten Sie Ihre Position noch mal überdenken. Und schon aus diesem Grunde brauchen wir eine starke Europäische Union. Und das, hoffe ich, werden wir auf den Weg bringen. Vielen Dank.